Danke, Hybrid. Jo, ich bin von einer Horde exterschwingender Räuber überfallen worden. Mein Lastenschokobo ist auf und davon. Bitte fang ihn ein und bring mir meine Ware zurück. Ja, hier, guck mal. Und da war's für dich. Danke, danke. Die Waren stellen mein ganzes Hab und Gut dar. Ohne dich wäre ich ruiniert. Irgendjemand muss diese Halunken das Handwerk legen. Nö. Ja, natürlich. Da ist jetzt gerade der Bonus, ne? Natürlich, da gibt es jetzt gerade Heiler-Bonus. Klar. Erst einmal hier hin. Willkommen, Abenteurerin. Ich bin Momoraji, Legionär erster Klasse der Legion der Unsterblichen. Was kann ich für dich tun? Ja, richtig. General Rauban hat alle Abenteurer Eorzeas eingeladen, sich in Ulda niederzulassen. Abenteurer sind in Ulda gern gesehen, weil sie einen entscheidenden Beitrag zur Landesverteidigung leisten. General Rauban selbst nimmt ihre Dienste nicht selten in Anspruch. Damit sie sich hier niederlassen, hatte er die schöne Kelchkuppe ausgewählt und er hätte keine bessere Wahl treffen können. Die ebene Fläche und die schöne Aussicht laden geradezu zum Häuserbauen ein. Aber was soll ich dir lange davon erzählen? Tritt durch das Tor und schau dir die Gegend doch selber an. Du wirst schon sehen, was für ein schönes Fleckchen Erde die Kelchkuppe ist. Wenn du Interesse an einem Grundstück hast, habe ich nie. Da im Haushaus, sprich mit dem Legionsrekruten. Hallo, Fliege. Vor der Brücke zur Kelchkuppe. Er kann dir die Einzelheiten erklären. Dazu bräuchte man Geld. Geld haben wir nicht. Außerdem besitzen wir bereits ein Haus. Auf einem anderen Server. Was nicht heißt, dass wir hier nicht irgendwann mal ein Gildenhaus bauen. Das zur Zeit. Können wir eh noch nicht. Wie leer das hier ist. Auf anderen Servern träumt man davon, wie leer das hier ist. Alter. Das ist so eine fette Villa da hinten mit Mokris. Willkommen auf der Kelchgruppe. Was führt dich hierher, meine Liebe? Auf der Suche nach einer bleibenden Bleibe? Tja, da bist du hier goldrichtig. Aber ich hoffe mal, du spielst hier nicht nur die Abenteurerin. Wenn du nämlich gar keiner bist, dann hast du hier nichts zu schaffen. Es sei denn, du besuchst einen hier ansässigen Abenteurer. Jawohl, hier können sich Abenteurer niederlassen. Wenn du Interesse hast, erkundige dich doch beim Unterkunftsbeamten nach den Formalitäten. Ja, nee. Noch, ja, nee. Nein, ich will hier raus. Ich habe ein Haus. Auf einem anderen Server. In einer anderen Stadt. Im eisigen Ischgard. Du bist halt von meinem Nachforschungsauftrag zurückgekehrt. Und? Was hast du herausgefunden? Es stimmt also. Ich werde echte Abenteurer als Nachbarn haben. Ich bin nicht immer mit General Raubans Entscheidung einverstanden. Besonders die Herabsetzung des Mindestalters für Gladiatoren von 10 auf 8 fand ich unmöglich. Aber diesmal kann ich ihm nur aus tiefstem Herzen zustimmen. Wir brauchen mehr in Ulda ansässige Abenteurer. Ach, ich hätte auch nur allzu gern ein Haus am Wasser. Wenn ich mir doch nur einen wohlhabenden Abenteurer angeln könnte. Du könntest mir nicht zufällig jemanden vorstellen? Nicht auf diesem Server, nein. Nicht in diesem Teil. Oh. Bis ich hier Geld habe, dauert's. Ich bin bei 200.000. Wobei ich sagen muss, dass ich erstaunlich wenig ausgegeben habe bisher. Das kommt denn alles noch?
Okay, jetzt sind wir noch da hinten. Da, ich könnte gehen, geheiß machen, ne? Mal gucken. Ah, du bist es wieder. War deine Jagd von Erfolg gekrönt? Mhm. Oh, wie ich sehe, war sie es tatsächlich. Du hast das Murmelhörnchenblut ausgezeichnet. Von unschätzbarem Wert für die Zusammenstellung meines Kompendiums. Ich werde dich in meinem Danksagung im Vorwort nicht unerwähnt lassen. Doch für Lobpreisung kann sich niemand etwas kaufen, nicht wahr? Hier, nimm dieses kleine Obolus als Ausgleich für deine Mühen. Danke. Toll. Nett. Da habe ich einfach noch nichts für. Nee, es ist wieder heiler. Nee, das will ich nicht. Nichts mit heiler. Hier ist auch noch was. Du hast den Marienkäfer in den Fühler ordentlich verbogen. Stramme Leistung, meine Freundin. Ehrlich gesagt hatte ich mir von einem offensichtlichen Grünschnabel wie dir nicht viel versprochen. Du hast mich angenehm überrascht. Hier hast du eine Belohnung. Ein besseres Taschengeld, ich weiß. Aber jeder hat mal klein angefangen, nicht? Ja. Du bist zurück. Und wie ich sehe, ist an dir noch alles dran. Ihre scharfen Äxte sind hochgefährlich, aber du hast den Marodeuren das Handwerk gelegt. Damit hast du deine erste Prüfung bestanden. Gratuliere. Ich werde dir noch weitere Prüfungen auferlegen, um dich in der Schwertkunst zu schulen. Es gibt viel zu lernen. Schrittfolgen, Balance, Angriffsmuster, Abwehrtechniken. Aber die wichtigste Lektion lautet, nichts ist stärker als das Schwert. Heute hast du erfolgreich gegen die Marodeure gekämpft und ihre Feindseligkeit auf dich gelenkt. Auch die nächste Prüfung führt dich etwas Wichtiges lehren. Aber dafür ist es doch einfach so früh. Setze zunächst im Training fort, Aidaria. Mhm. Willkommen zurück. Hast du etwas Erfahrung als Schwertkämpferin sammeln können? Dann lass es zu deiner nächsten Aufgabe kommen. Es gab schreckliche Neuigkeiten. In letzter Zeit wurden mehrere Schwertträger ermordet, aufgefunden. Ich fürchte, dass sich jemand gezielt an den Gladiatoren rächen möchte. Bislang sind keine Gildenmitglieder betroffen, aber wahrscheinlich ist das nur eine Frage der Zeit. Wir müssen sofort handeln. Ich möchte, dass du dich auf die Suche nach den Tätern begibst und sie ausschaltest. Leider gibt es kaum Anhaltspunkte, wer hinter den heimtückischen Morden stecken könnte. Wir wissen nur, dass es sich jedes Mal um mehrere Angreifer handelte und dass sie Lanzen oder Piken benutzt haben. Ahnst du schon, auf wen mein Verdacht fällt? Die Pikeniere natürlich. Noch kann ich keine konkreten Anschuldigungen machen, aber dass die Tatwaffe immer die gleiche ist, ist höchst verdächtig. Beginn deine Suche im Steinwurfslamm. Das ist bekannt für seine Bandenaktivitäten. Da es sich um mehrere Angreifer handelt, solltest du zumindest jemanden finden können, der schon einmal von einer Bande radikaler Pikeniere gehört hat. Also los, Aidaria Eissatze. Viel Erfolg auf dieser Mission. Die Sicherheit unserer Gildenmitglieder liegt in deinen Händen. Wo muss ich hin? Dahin. Okay. Todesneid. Unrealistisch, als ob ein Dragoon ein Paler umboxen kann. Na, wer weiß? Wer weiß? Schon ausprobiert? Hä? Schon ausprobiert? Okay. Das fällt mir jetzt erst auf. Das Ding da hinten. Ich habe einen Zackenschwanz. Ich habe keinen. Okay. Egal. Du meinst, in der Wolfshöhle treffen. Nein. Mit jemandem, der einen Tank spielt, garantiert nicht. Vergiss es.
Du würdest mich mit jeder Klasse übrigens niedermachen. Ich habe Angst vor dir. Was wollt ihr von mir? Habt Erbarmen, bitte tötet mich nicht. Hi. Hi. Oh, steig weiter auf. Yay, Stufe 11. Danke, du hast mir das Leben gerettet. Ich ging nur meines Weges und da sprangen mir diese zwei Kerle in den Weg. Die riefen, haben wir dich endlich, Alda. Oder Aldas oder so ähnlich und fing an auf mich einzuschlagen. Gut. Ich hole mir jetzt aber noch ein paar Bestiariumsviecher. Oh, das Schlimmste ist. Ich komme wohl doch zu Naini noch. Oh Gott. Ich muss ja Quests annehmen. Mehr Quests und weniger Viecher töten. Killen. Aber ich hätte zumindest gerne noch die 15er Dingens. Gartenquest. 15 muss ich erreichen. Oh, ich will nicht. Natürlich kommt die andere Arme als seine Ordnung mit. Natürlich. Das soll anders sein. Jetzt habe ich das Vogelvieh wieder. Hier habe ich gar keine Quest großartig. Nun gut. Oh mein Gott. Nein, ein Riesenspringern. Ich will nicht. Oh Gott. Warum immer ich? Der guckt aber nicht so niedlich wie mein Mount. Nummer 12. Noch ein Fate. Also heute habe ich mit den Fates, ne?
gut, aber ich brauche eh nur die. Die Viecher. Fällt mir jetzt nicht noch mit. Nein, lasst mich. Nein, ich will das nicht. Lasst mich. Ich habe euch nichts getan. Unschuldig. Oh mein Gott. Hier ist der Schokobo-Verleiher. Den ich schon mal nicht angesprochen habe. Lieber habe ich keinen, oder? Liga, hau ab. Oh Gott, wie hat sich gerade gekillt? Was? Wie? Was? Wo? Was? Ich hab Fragen. Okay. Anderes westlichen. Na gut, aber nee, wird doch eng. Oh, immer noch. Na gucken. Du hast mir den Tipp gegeben, wenn man die neue Dataro Quest 3 fertig die mit 652 Game kam. Ein Händler mit die Stuhle freigeschaltet. Und wie durch den Chat springen und knallrot mit Herz in ihrem Kopf. Ach, Hybrid. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Schön! Warum gibt's sowas nicht für andere Charaktere in diesem Spiel? Ich muss dir noch zwei Bilder schicken. Du musst mir eigentlich noch viel mehr Bilder schicken. Rein theoretisch. Okay. Ja, noch niemand interessiert. Wohin Discord und den Zorn nicht abzubekommen? Aber da gibt's auch andere Schafs doch. Aber nicht den Schar! Das weißt du auch. Weiß ich nicht meine.
Außerdem interessieren den schon welche. Wobei es keiner offen sagt. Und XP bekommen. Ich hätte mich eben anmelden sollen. Anders, um auf Stufe 15 zu kommen. Habe ich noch Quest unter... Ja, Fälle von Schnappspitzmulen habe ich noch. Gebe ich das da unten einmal noch ab. Nehme aber nicht mehr neu an. Nehme ich mir das hier für die nächste Klasse auf. Ach, das sind Taumaturgen. Kurz. So, brech. Aber lieber immer die kleineren übernehmen. Mach das aber schon mal nach. Mach das Hybrid. Bis ich da bin, dauert das ja eh noch. Brauch nur Ewigkeiten, bis ich irgendwann mal so weit bin. Ich glaube, mit dem Schei hier bin ich in 2 Jahren noch nicht so weit. Was willst du mir? Wenn man dich geschickt hat, um mich einzuschüchtern, dann kannst du gleich wieder verschwinden. Ich verkaufe mein Land auf keinen Fall. Nanu? Hammerschnabelschwanzfeder und einen Brief von Oswald? Wie bist du denn da angekommen? Zeig mal her. Liebe Kikipuru, wie geht es dir? Lieferungen zum Silberbasar sind selten geworden. Und so gab es kaum noch Gelegenheit, dich zu treffen. Es betrübt mich, dass du an solch einem trostlosen Ort ein Dasein in Armut fristen musst. Die Leute erzählen sich, dass die Grundstücke auf dem Basar gerade in großem Stil aufgekauft werden, der komplett saniert werden soll. Ich weiß, der Abschied wird dir nicht leicht fallen, aber spring aus deinem Nest und akzeptiere das Unvermeidliche. Verkaufe dein Hab und Gut. Mögen meine Worte dich beflügeln, an einem anderen Ort einen Neuanfang zu wagen. Freundschaftlicher Verbundenheit aus Will. Spring aus deinem Netz, beflügeln, Nest beflügeln? Hatte dir selbst die Hammerschnabelschwanzfeder mitgegeben? Der Typ hat ja wohl einen Vogel. Hammerschnäbel können doch gar nicht fliegen. Und außerdem ist hier noch nichts entschieden. Was fällt ihm überhaupt ein?
Denke nicht im geringsten daran, meine Heimat aufzugeben. Wenn Oswald wirklich etwas an mir liegt, sollte er sich lieber mal um diese verschlagenen Makler und ihren Winkelzügler kümmern. Ja, mit deinem Land aber zack, zack. Ja, ist so. Wobei, ich glaube, dieses Land hier möchte ich auch nicht unbedingt haben. Fels, Sand, Stein, Geröll. Die Haare sahen cool aus. Die Haarkombi. Also ein bisschen was von Malefiz, so ein bisschen. Die Haarfarbenkombi. So. Ja, klar. Och, Mann. Ich hätte das eben bei dem Tankbonus machen sollen. Wir haben doch nur noch eine Stunde FF. Nur so wenig. Ja, aber danach gibt's Lotro. Noch 2, 3 Stunden. Je nachdem, wie fit ich bin. Und dann mache ich Feierabend. Bin ich höchstens vielleicht noch privat ein bisschen. Habe ich nur was zum Schauen, wenn das Essen kommt? Ja, gut, das stimmt. Was gibt es denn bei dir, Dufte? Freue mich auch schon auf mein Essen. Wird lecker. Mir Sushi bestellt, habe ich gerade mega Bock drauf. Ja gut, dann lass es dir auf jeden Fall schmecken. Lass es dir auf jeden Fall schmecken. So, Stufe 15 haben wir erreicht. Wunderbar. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Danke für die 50 Bits. Danke schön. Du hast 2 der Angreifer erschlagen. Gute Arbeit. Es handelt sich also um Dunkelelben aus dem Wald der Einkehr. Damit sind wir ja schon einen Schritt weiter. Ob sie aus Not ihren Wald verlassen haben und ihren Unterhalt mit Raubüberfällen in Tanaland verdingen? Vom Söldnerotrop zur Räuberbande. Aber irgendetwas passt da nicht. Warum sollten sie ausgerechnet Gladiatoren überfallen? Es gibt doch leichtere Opfer als ausgebildete Schwertkämpfer. Meisterin! Hallo, Bruce. Was ist? Wir haben Informationen erhalten, dass der Söldnertrupp der Dunkelalben in Kohlenstaub gesichtet wurde. Es sind also noch mehr von ihnen unterwegs. Auf, wir dürfen keine Zeit verlieren, Aldaria. Du hast die Sache angefangen. Bringen sie auch zu Ende. Ich habe gar nichts gemacht!
Bruce, du begleitest sei daher. Wir dürfen die Mörderbande nicht entwischen lassen. Ich weiß nicht, meint ihr nicht, dass die Sache für die Neue zu gefährlich ist? Wenn sie mir im Weg steht, schlage ich ihr noch den Kopf ab. Ja, nee, ist klar. Was meinst du, Eldari Eistatze? Bist du bereit für einen Auftrag mit einem Partner? Vergiss nicht, was ich dir über den Gruppenkampf beigebracht habe. Zieh die Feindseligkeit deiner Gegner auf dich, wie es sich für einen mutigen Gladiator gehört. Ich verlasse mich auf dich. Wir müssen wie ein Mann kämpfen, wenn wir uns nicht gegenseitig die Gliedmaßen abschlagen wollen. Also gut, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Zeigt diesen hinterhältigen Dunkelalben aus, was für ein Eisen die Gladiatoren geschmiedet sind. Ich möchte das da. Das. Gebt mir endlich meinen Bonus. Ach, Mann, oh. Gib mir den Tankbonus. Okay, dann nicht. Gleich danach. Los. Grüzi. Angriff der Dunkelalben. Boah, aber ganz schön lange, bis er hier ist. Komm schon. Das Spiel hasst mich. Huch. Nein, Putschus ist immer noch krank. Er wird ins Bettchen. Immer noch. Darf ihm immer noch nicht zu nahe kommen. Ich wurde gerade eben doch wieder weggeschollen. Er ist immer noch krank. Er ist immer noch ein krankes Fass.
Oh Mist, ich hab da was vergessen. Ich muss mit Bruce sprechen. Ich hab gewusst, ich hab was vergessen. Ich hab halt aber eben gerade nur ein frisches, krankes Fass. Genau. Ich hab gerade nur an die Spitzenmulle da gedacht. Okay, ist mir jetzt egal. Mach ich das jetzt halt so. Ich wollte jetzt gerade fragen. Ist da noch was oder? Ich will jetzt nicht ewig auf diesen Bonus da warten. Hi. Hi. Wahrscheinlich hier nach kommt er dann. Hier nach gibt es dann den Bonus. So nach dem Motto, haha, zu früh gefreut. Aber kurz zu früh. Hi. Lol. Servus. Servus. Nimm mal auf die armen kleinen Katzen. Die Waffen vom Sage immer noch gruselig. Hi. Danke. Lol. Ich bin ein geheißen Level abbekommen. Weiß es nicht. Dafür soll ich zu viel davon machen. Yay, Travis. Uhu. Gut gemacht. Du hast die Schurken abgelenkt und mir das Leben gerettet. Lass uns zur Gilde zurückkehren und Mila von unserem Erfolg berichten. Nein, lass mich raus. Es wird. Stufe 16. 14 Level noch, da kann ich Hauptquest weitermachen. Da bist du ja wieder. Deinem selbstsicheren Grinsen glaube ich entnehmen zu können, dass deine Einkaufstour in zentrale Tanalan von Erfolg gekrönt war. Sag mir ja, was du auftreiben konntest. Mhm.
das? Bei Nata, die Fälle sind ja von bester Qualität. Bessere Fälle konntest du nicht auftreiben, weil ich von den Gerbern ordentlich bearbeiten lassen müssen. Und selbst dann wird sich nur drittklassige Ware daraus fertigen lassen. Nun ja, besser als nichts. Die Gilde der Faustkämpfe ist einer meiner größten Abnehmer. Die will sie lieber nicht zu lange warten lassen. Als Profi weiß ich zu improvisieren, also überlasse den Rest einfach mir. Hier ist deine Belohnung. Beschwer dich nicht. Ich erwähnte ja, ich würde dich angemessen entlohnen. Kopf hoch, beim nächsten Mal hast du bestimmt mehr Glück. Arschloch. Ey, sag mal. Wir machen die Arbeit und dann sowas. Ich will froh sein, dass er überhaupt seine Fälle kriegt.